Der Irak ist auch heute in den Zangen der Gewalt, aber seine Bevölkerung ersehnt den Frieden und hat den Mut, den Weg einer pluralistischen und demokratischen Gesellschaft zu gehen. Dies unterstrich am Vormittag Benedikt XVI. Beim Empfang des Botschafters des Irak, Habeb Mohammed Radi Ali al-Sadrin, in der Audienz zum Anlass der Übergabe des Beglaubigungsschreibens. Während des Treffens sprach der Papst seine eigene Sorge um das Land an, in dem Unschuldige mit ihrem Blut für die unvernünftigen Ausbrüche des Hasses bezahlen müssen. Der Papst versäumt auch nicht zu erklären, dass der Friede schnell wiederhergestellt werden könne, gerade nach den Wahlen, die im März stattgefunden hatten und während derer die Iraker sich in großer Zahl an die Urnen begeben hätten, trotz aller Bedrohungen. Viele Wege müssten im Zeichen des Friedens versucht werden, vor allem bei der Sicherheit und einem wirksamen Respekt vor der Freiheit der Religion. Das Opfer vieler könne aber auch der Samen für die Wiederversöhnung werden. Es ist meine lebendige Hoffnung, so schloss der Papst, indem er des Todes von Erzbischof Paolo Rojo und Pater Ragit Ghani dachte, dass sich der Irak aus den Schwierigkeiten der Vergangenheit herauswindet und ein Modell für Toleranz und Zusammenarbeit zwischen Moslems und Christen wird.